Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, wir freuen uns über Ihr und Euer Interesse an unserer Schule und heißen Sie und Euch herzlich willkommen zu unserer Präsentation zum Übergang in unsere Jahrgangsstufe 5. Mein Name ist Stefan Hermes und ich bin seit 2016 Schulleiter der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule. Ich bin Johanna Eul, als Jahrgangsleitung zuständig für den Jahrgang 5 und 6. Im Folgenden möchten wir euch und Ihnen einen kleinen Überblick über die Schule geben, insbesondere natürlich die ersten beiden Jahre. Die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule ist ein Gymnasium mit ca. 1400 Schülerinnen und Schülern sowie 130 Lehrerinnen und Lehrern. In der Regel kommen in jedem Schuljahr ca. 150 Fünftklässler, unsere sogenannten Lichtenzwerge, neu hinzu, worüber wir uns jedes Mal sehr freuen. Klar, wir sind eine sehr große Schule, aber Angst muss wirklich niemand haben, denn es geht in aller Regel sehr schnell, sich bei uns einzugewöhnen und wohlzufühlen. Wie schaffen wir einen gelungenen Übergang? Wir, das Jahrgangsteam und ich, fangen bereits früh an zu planen, bereiten uns vor, tauschen uns aus, gestalten gemeinsam die Einschulungsfeier sowie die ersten Stunden und Tage. Um das Ankommen und Eingewöhnen an der zunächst unübersichtlich wirkenden Schule zu erleichtern, veranstalten wir einen Tag der offenen Tür, feiern den ersten Schultag, bei dem uns die Mentorinnen und Mentoren begleiten, die auch Wandertage und Klassenstunden aktiv mitgestalten. In den ersten Wochen nehmen wir uns intensiv Zeit, um uns und die Schule besser kennenzulernen, geben aber auch Raum für Fachunterricht, auf den sich die Kinder freuen und den sie kaum erwarten können. Bei all unseren Unternehmungen sowie auch vor Ort können wir auf eine große Unterstützung in der Schulgemeinde zählen. Insbesondere die ausgebildeten Mentoren und Fahrbegleiter helfen bei der Orientierung und geben Sicherheit in den ersten Wochen. Die Schulsanitäter sind zuverlässige Helfer in den Pausen und im Schulsanitätsbereich. Mediatoren bieten Pausensprechstunden bei Konflikten zwischen Schülerinnen und Schülern an und die digitalen Helden sind Ansprechpartner rund um die Themen soziale Netzwerke und Internet. Wir legen großen Wert auf eine gute Klassengemeinschaft. Insbesondere die Schulsozialarbeit unterstützt uns in der Fortführung des Klassenrates und führt Projekttage zum sozialen Lernen sowie zur Mediennutzung gemeinsam mit einem Medienpädagogen und den digitalen Helden durch. Auch die Kommunikation mit den Eltern hat einen hohen Stellenwert. Alle Lichtenzwerge erhalten ein Hausaufgaben- und Mitteilungsheft der Schule. Im Nachmittagsbereich bieten wir eine Hausaufgabenbetreuung für die jüngeren Jahrgänge und Intensivierungskurse für die Hauptfächer an. Außerdem freuen wir uns, unseren Schülerinnen und Schülern ein breites Ganztagesangebot unterbreiten zu können. Dieses reicht von künstlerisch-kreativen und musikalischen Angeboten über sportliches sowie mathematisch-technische und naturwissenschaftliche Angebote. Hier kann jeder etwas finden, was seinen Interessen und Neigungen entspricht. Eine Besonderheit der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule ist, dass sie die Unterrichtszeit in besonderer Weise organisiert. Wir sind als einzige Schule in Nordhessen Teilnehmer am sogenannten Parallelmodell G8-G9. Das bedeutet, dass man bei uns wählen kann, ob man nach der 9. Klasse in die Oberstufe wechseln möchte. Das wäre G8, wie man an dem blauen Kasten auf der linken Seite sehen kann. Oder ob man sich ein Jahr länger Zeit nehmen und nach der 10. Klasse in die Oberstufe wechseln, also G9 machen möchte. Dies zeigt der blaue Kasten rechts. Diese Entscheidung müssen die Eltern mit ihren Kindern aber erst nach der 6. Klasse treffen. Bis dahin werden erst einmal alle Schülerinnen und Schüler in gleicher Art und Weise unterrichtet, wie der orange Kasten unten zeigt. Daran schließen sich die 3 Jahre Oberstufe, die wieder für beide Gruppen gleich sind, an. Dies zeigt der gelbe Kasten oben. Eine Arbeitsgruppe hat im letzten Jahr ein neues Parallelmodell entwickelt.
Demgemäß haben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 und 6 jeweils einen Nachmittag in der Woche Unterricht. Früher waren es im Jahrgang 6 zwei Nachmittage, hier konnte um einen reduziert werden. Ab dem Jahrgang 7 haben die G8-Schülerinnen und Schüler dann zwei Nachmittage und die G9-Schülerinnen und G9-Schüler durchgängig einen Nachmittag. Ein weiterer Nachmittag käme für beide Gruppen hinzu, wenn ab Jahrgang 8 bzw. 9 eine dritte Fremdsprache gewählt würde. Zunächst gilt es natürlich, die richtige Schule zu finden. Dabei ist ein wichtiger Faktor die Beratung durch die Lehrkräfte an den Grundschulen. Wir empfehlen, diese unbedingt ernst zu nehmen, damit es hinterher nicht zu vermeidbaren Enttäuschungen kommt. Anzeichen für eine gymnasiale Eignung sind neben guten Noten auch, wenn ein Kind sehr wissbegierig und neugierig ist, keine Angst hat, sich auch schwierigen Aufgaben zu stellen, sondern diese als Herausforderungen sieht, seine schulischen Aufgaben bislang möglichst selbstständig bearbeitet hat und für schulische Aufgaben so viel Zeit benötigt hat, dass auch noch genügend Freizeit vorhanden war. Wenn dies aus Ihrer und eurer Sicht gegeben ist, dann erfolgt die Anmeldung bei uns über die abgebenden Grundschulen im Februar und März eines Jahres.